Willst du das nochmal machen? Das war richtig scheiße. Ja. Ja. Ja, nochmal. Nee, wir lassen das so. Wir machen das jetzt richtig ernst, okay? Ja, wir lassen das so. Let's go! Moin Leute, was geht ab und willkommen zu diesem GTA 5 Online-Video. Das ist Merlin, ich bin Arno. Um einmal uns hier jetzt einzuleiten, wir beide wollen jetzt eine Challenge machen. Und zwar haben wir hier meinen kleinen Truck, den Sand King. Und wir wollen jetzt mit F steigst du ein. Ah! Genau. Und wir machen jetzt die Challenge. Wir fahren einmal an die Spitze von dem Mount Chilidad. Der ist auch markiert mit der Route. Mit W gebe ich Gas. Mit W gibst du Gas. Ey, ich muss nicht sichten, nee, so. Ah, yo, let's go! Und es geht darum, danach fahren wir in die Werkstatt und wer danach für das Fahrzeug mehr bezahlen muss, um das zu reparieren, hat dann verloren. Ah! Ja, ich hab's. Du, ich würde immer eine Hand hier an die, genau. Du Arno, ich glaube, ich hab's. Ist das gesund fürs. Nee, ne? Ich bin teuer. Na, ja, Quatsch! Aber noch geht das. Du wirst teurer. Wie mach ich jetzt? So mach ich. Wo muss ich überhaupt lang? Ah, das ist der falsche. Du hast eine Route, genau. Aber ich würde trotzdem immer echt eine Hand an der Maus lassen, dann. Kannst du dich nämlich so umgucken, wie du das gerne möchtest? Ja, ich mach, also ne? Bin ja generell so ein Freigeist eher. Au! Aber ein Stein. Ja, du kriegst das hin. Du, das ist ja gar kein Problem. Ich glaube, die Challenge ist nicht, wie viel das kostet, sondern dass du es schaffst. Für mich auf jeden Fall erstmal. So. Genau, so an Hintergrundinformationen. Merlin hatte ich jetzt noch nicht so oft GTA gespielt. Das zweite Mal. Das erste Mal habe ich mit einer Bazooka vor mich auf den Boden geschossen. Du musst hier links. Oh, scheiße. Hallo. Entschuldige. Oh nein, oh nein. Halt, halt, bleib stehen. Nein, stopp. Ah. Machen wir mit Bestrafung? Ja, sicher. Wer es nicht schafft, der kriegt eine geklatscht. Wer es nicht schafft, der kriegt eine geklatscht. Eine geklatscht. Okay. Du meinst, wer verliert? Ja, sicher. Oh, jetzt gebe ich richtig Gas hier. Jetzt bin ich sicher in dem Spiel, Leute. Ja, ja, ich mach die eine. Oh, verdammt. Arno, ich glaube, das ist nicht gut. Ah, nee, das ist. So kommt mehr Luft an den Motor. Das ist gut. Das kühlt den. Ist ja gut. Ja. Hä? Mit F steigst du wieder rein. Mit F steigst du aus, mit F steigst du rein. Dann F. Ja. Ja, das wird schon, das wird schon. Ja, so langsam. Warum steig ich denn die ganze Zeit? Ach, mit D steigt man aus. Nee, mit F. Auch. Ich mach das natürlich nur extra, um euch zu bereitern. Also wer es cool findet, dass er aussteigt, gebt mal einen Daumen nach oben. Oh, scheiße. Ey, sorry, Mann, das wollte ich. Ich wollte den gar nicht tun. Kann ich den wieder nicht machen? Nee. Was ist noch mit dem Motor? Ja? Soll ich das mit dem Motor? Nee. Ja, wir müssen ja schon das gleiche Fahrzeug nehmen. Richtig. Boah, Alter, ich bin gerade richtig angespannt, meine Freunde, da draußen. Oh! Oh nein, oh nein. Los, los! Lege die andere Richtung. Und rückwärts. Ah, das war jetzt doof. Ey, bleib voll am Stehen, du Affe. Ja, mach gut, mach. Ah, stopp, stopp. Ey, ich seh nichts mehr. Ich fall da gerade runter. Nee, oh, Adonis. Ja, ich mach hier was richtig schnell. Oh, mach da was mit einem, ja. Aber dann müssen wir auch noch schnell gehen. Damit die uns noch weniger verstehen. Ah, nicht umfahren, nicht umfahren. Ah, ah, doch, ich hab das jetzt. Hä, was ist das? Ja, das ist die Maus. Ach, mit der Maus schießt man auch. Damit zieht man, so, und damit kannst du die Waffen raus. Oh, shit. Das war jetzt Radio. Ist das wieder gut? Nee, ich muss das wieder. Okay, ja, doch, willkommen. Oh oh. Jetzt mal kurz früh. Okay. Ja, jetzt raus. Okay, in die Richtung. Kann ich die verschiedenen Waffen auswählen? Ich merke das schon, ich werde richtig sicher langsam. Ich würde den Weg darauf machen. Ja, das versuche ich auch. Also, das versuche ich gerade echt. Ah! Oh, Scheiße, nein! 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 Oh Gott. Oh. Boah, jetzt. Mann, fahr vor! Ja, Scheiße! Du fährst gerade scheiß Weg runter! Ich bremse. Kannst du die Maus machen? Ich mach die Maus, ja. Hoch muss man bei einem Berg, ne? Ja, du musst immer hoch. Sehr gut. Oder einfach eine Linie auf dem Minimum folgen. Nee, das kann ich nicht. Komm schon. Yes! Mädels, da draußen. Gleich ist der Tank alle, glaube ich. Nee, der ist unendlich. Das ist schön. Gibt's bei GTA keine Tankstellen? Doch, die sind zum Explodieren, ja. Oh, cool. Du musst hier rechts. Nee. Doch. Okay. Letztens in der ersten Klasse, in meiner Grundschule so. Ich so, Leute, ich kenn Witz. Der war semi-witzig. So, jo, ich kenn auch einen Witz. Ich so, hau rauf. Ja. Ja, was haben Hunde und Männer gemeinsam? Und ich so. Also ja, wenn man so streichelt, man kennt beide mit dem Schwanz. Der war auch so in der ersten Klasse.
Keine Ahnung, du musst jetzt lachen. Das ist peinlich für mich, genau. Und ja, das war witzig. Ja, also du warst wirklich in der ersten Klasse? Ja, oder war das jetzt der Witz? Ich mache ja Praktikum. Aber gerade. Oh fuck. Ey, ich fall da gerade runter. Das ist nicht so gut. Nee, oder? Ich würd bremsen. Oder vorwärts oder rückwärts. Du schaffst das noch. Okay. Okay, und jetzt? Fährst du wieder hoch. Ja, kein Ding. Nein, das ist die falsche Richtung. Falsche Richtung. Ja, ich bremse, ich drück Leertaste. Oh! Versuch auch immer in die Richtung zu fahren, in die du gerade nicht rutschst. Ja, ich bremse einfach an den Baum. Oh, ich bin am Baum. Okay, dann jetzt. Du schaffst das. Einfach wieder hochfahren. Hoch ist da, wo oben ist, ne? Versuch jetzt, dich zu verraten. Ich würde so ein bisschen langsam fahren. Ich bin jetzt ein bisschen Sieben begeistert davon. Sieben, das ist das Wort der Aufwand, der Folge. Lass uns mal Sieben guter Gedanken lernen. Ich hab mein Sieben guter Freund. Du machst das, super. Ja. Boah, das wird schwierig jetzt. Ich bin sogar noch steiger gefahren, aber das musst du ja selber. Ja, ich auch. Also, ich bin ja von uns her. Was ist das, ne? Du, definitiv. Ich klar. Ich packe ihn noch weg. So. Ey, nee, jetzt kann ich nur zurückfahren. Pass auf, da kommt gleich. Das wird einfach beide sein. Das muss gut sein. Immer wieder nicht einhalten, das ist jetzt besser. Wow! Okay, das ist was los, dann geht ihr nicht unbedingt mal. Ich mach die Lampe. Okay, ich mach die Marke gerade raus. Nee, also bei dem hier nicht. Kommt hier eigentlich die Polizei hoch? Ja. Und die spawnt halt dann da und fällt irgendwie auch runter. Ja, weil das war jetzt halt nicht so nett, ne? Ja, aber glaub, nicht, das, nicht, jetzt nicht so. Also, glaub, weißt du, wer von den beiden soll die Polizei rufen? Also kriegst du auch keine Sterne. Nein. Boah, ich bin gleich oben. Du bist gleich oben. Du hast es gleich geschafft. Und mein Auto ist, also, guck mal, das ist dem noch rot. Geht's gut. Es ist noch gut. Rot, ne? Es ist noch rot. Also, am Anfang war es auch rot. Ach ja. Nico, wenn du dieses Video siehst. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus an dich und deine Familie. An Nico, Alicia und Sarina. Genau. Und Mama, ich hab dich lieb. Guckt die das? Nee. Ich glaube, die weiß gar nicht, wie YouTube funktioniert. Gut, einmal zu der Plattform und dann bist du oben. Zu der Plattform damit denn. Oh, jetzt mal die runter. Guck mal, was sich die Leute jetzt auch denken. So, okay, ne? Dann einmal stehen bleiben. Dann was sich die Leute auch denken, dass da oben einfach so ein Auto hinkommt. Das wäre schon, ja, das... Freuen sich auf so einen schönen, chilligen Spaziergang, ne? Also man kann jetzt... Aber runter geht ja schneller als hoch. Du könntest jetzt diesen Weg fahren. Oder ich gehe da einfach so mittendurch. Ja, das ist dann deine Entscheidung. Es geht darum, wie viel die Reparaturkosten am Ende betragen. Wo muss ich denn hin? Da lang? So einen lilanen Punkt. Da runter, oder? Mach, was du für richtig hältst. Abmarsch! Wuhuhu! Oh. Ja, Freunde! Hier lernt ihr, wie man von einem Berg nicht fahren sollte. Ganz viel rückwärts. Wir machen mal rückwärts und vorwärts gleichzeitig und dann... Ah, guck mal, jetzt hast du es schon wieder. So, Leute, ne? Sterbe ich eigentlich, wenn ich mit dem Auto einen großen Unfall mache? Nein. So, gut. Also, außer es landet so auf dem Rücken, dass du explodierst. Meinst du so? Oh Gott. Oh! Ich bin auf den Rädern. Oh, gut. Das war knapp. Achso, ich übernehme übrigens die Lenkung in der Luft. Das ist das Numpad. Nein, das mache ich alles. Oh. Oh. Ich meine jetzt als Info für dich. Oh, ah, danke. Ich habe die mal weggedrückt, ne? Ja. Ich habe gerade keine Zeit für Telefonate. Bist gerade beschäftigt. Oh, fick die Henne, Alter. Eieiei. Oh, die Tür! Die Tür! Was ist denn mit der Tür? Ah, die Tür! Was hast du denn gemacht? Nee, ich will ja rückwärts. Runter da, oh, fuck. Ja, du bist gleich da. Aber hier ist ja auch so eine Art Weg dann, ne? Das ist eine Art Weg. Das muss man schon... Ist zwar nicht eingezeichnet auf der Map. Aber hier mit dem Schlitten runter. Oh, wow, ich glaube, ich mach tot. Ah, das war Quatsch. Aber das Auto wird immer ovaler. Naja, ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ups, sorry. Wir lassen eine Rechnung da. Rufen Sie. Upsala, hallo, sorry. Oh. Hä, wo ist meine Schnauze eigentlich hin vom Auto? Alles? Oder die Tür? Alles irgendwie so, ne? Ah! Ausfahrt verpasst. Sorry, Bruder, ich muss drehen. Kann ich mir jetzt eigentlich hier so ein Auto nehmen und was sagen? Und dann damit in die Werkstatt fahren. Bin schon wieder dran vorbei. Ach, das da links ist die Werkstatt. Ja. Du musst in eins von den Toren reinfahren. Hä? Ja, fahr mal direkt davor. Also nicht so, dass es aufgehen kann, weißt du? Jetzt da rein. Genau. Ich glaube, das 615! Das geht. Ich dachte, das wäre teurer. Ich dachte jetzt auch, dass das teurer wird. Du bist dran. Alles klar, wir wechseln mal kurz. Also Leute, weiter im Text. Jetzt bin ich dran. Verlassen, Auto wieder neu. Was war das? 615? 615. Merken wir uns. Genau. Und jetzt geht's für mich einmal hoch auf den Berg, auf die Spitze, auf die Plattform. Let's go. Jetzt konzentriere ich mich aufs Fahren, also musst du die Zuschauer unterhalten. Ja, also Leute. Nico und so. Nico, was geht ab? Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus an dich. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt's in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall auch ein Like da, damit wir mehr solcher Videos machen können. Und ne, abonnieren nicht vergessen und die Glocke bitte aktivieren. So, mein Deutsch bin ich heute auch am Ende. Das war gerade zu viel Aufregung für mein Gehirn, meine Damen und Herren. Wir freuen uns auf eine Runde von Arno, der, ich weiß nicht, ich glaube, der fährt gerade noch nicht mal den Berg hoch. Nee. Ich weiß nicht, was er da gerade veranstaltet. Ich fahre den Weg hoch. Fährst du zum Berg? Ja, ja. Ah! Siehst du da die Route und so? Er fährt gerade zum Berg. Da ist er Berg. Fang einfach von da an und los geht's. Ja. Nee, seitdem ich aus der Werkstatt raus bin. Ah, bitte. Ich glaube, deiner kostet so was auch immer. Ich glaube, du bist so knapp bei 800 danach. Bei 800? Du meinst, ja. Du gewinnst das? Ja, gewinne ich das. Leute, übrigens, ne, wählt nicht die CDU, die Artikel 13 und so. Die haben schon, das überhaupt da ist mir auch scheißegal. Die haben schon einiges falsch gemacht. Die CDU, das ist. Wählt lieber die Grünen für eine bessere Umwelt. Wieso die Grünen? Für eine bessere Umwelt. Ja, aber die sind auch so scheinheilig. Wählt auf keinen Fall die AfD, auch nicht die CDU. Nee. Ja. Wählt. Ich bin ja für die kleinen Parteien. Dass man, also Hauptsache so, es ändert sich was, aber nicht so aus Frust an die AfD wählen, sondern lieber eine Partei wählen, die bisher es noch nicht verkackt hat, die bisher nicht mit im Bundestag war. Du fährst gerade runter, ne? Ich fahr den Berg hoch. Den Berg. Mein Weg sah so anders aus. Ja. Woran liegt das wohl? Ja, du hast, also das kostet schon mal 100er, ne? Das ist schon 100er. Horror. Für einen Zehner? Ja, also Reifenabnutzung ist bei dir ja auch, ne? Das sind dann 200, das ist schon mal 300 ungefähr. Ja, guck mal, er sieht noch gar nicht so schlecht. Also, sieht noch gar nicht so schlecht. Die Frau, die ich vorhin mitgenommen habe, ich glaube, die hat ein Licht kaputt gemacht. Wow, Licht ist ganz toll, ganz toll. Das ist, glaube ich, schon knapp bei 600, ne? Ja. Oh ja. Du bist so viel schneller als ich, warum? Ja, das sind die Feinheiten, Fingerspitzengefühl. Ja, wahrscheinlich, weil ich gerade auch die Maus übernehme, so, ne? Und dann. Genau, deswegen. Du fall da nicht runter wie ich vorhin. Das macht das Auto kaputt. Du musst nach oben. Ja. Genauso hätte ich es auch genannt. Ja. Gar kein Ding hier. Ja, aber stimmt, hier an dieser Stelle hat es auch ein bisschen gegangen. Ja, da bin ich auch nicht hochgefahren. Hier. Das ist die Stelle, wo sogar die Profis wie ich versagen. Ich sag euch das. Was? Minus 300 auf einmal? Achso, dann ist. Hier, ich dachte ja, der Mechaniker. Der Mechaniker. 300 pro Tag? Ja, und nochmal 150, nochmal 900, das ist glaube ich für. Das ist ein teurer Mechaniker. Nee, Miete für den Nachtclub oder so. Ja, okay. Dann oder für das Metal-Labor. Ah, ja. Die wollen alle fressen. Die wollen alle fressen. Du bist ja schon fast oben. Nee. Ja, so, bleiben wir. Aber bisher ist noch nicht so viel passiert. Ich hab. Das kommt, das was. Ich muss auch sagen, ich habe mehr Angst vor dem Rückweg, der Runterweg. Nein, der Rückweg, da war eigentlich dann. Das ging. Ja. Du hast nicht auf dem Rücken, das ich gibt's. Nee. Also, es könnte passieren. Ja, aber was passiert, ne? Du musst halt mit dem zufrieden sein, was das Leben dir gibt, ne? Ich sag ja auch immer, gib das Leben dir Zitronen, dann frag nach Salz und Tequila. Ne? Songtext von. SDP. Nee, SPD. Nee. Diese Band da. SDP. SDP, oder? Ja, diese SDP. Band da mit. Hast du mal ein Problem und kannst keine Lösung sehen, dann schrei SDP. Ja, Leute, ich muss euch sagen, ist auch schon spät, ist schon hier fast 22 Uhr. Ab 19 Uhr gehe ich normalerweise ins Bett. Jetzt habe ich einen Stern. Also, jetzt kommt doch die Polizei. Das war jetzt auch nicht so nett von dir, ne? Sind die nicht genau an derselben Stelle gelaufen wie deine? Ja, ich habe die ja so mit Stil umfahren. Ja, ich habe beide gleichzeitig so, zack. Stimmt, da oben blinkt was.
Der Stern. Ja. Ja. Aber ich glaube. Ist ein schöner Stern, sag ich. Ich glaube, die Polizei findet mich hier nicht. Ja, die, nee, also die kommen da ja auch nicht so hoch. Martin. So. Schreibt. Oh, jetzt gibt's die ersten dicken Kratzer. Oh oh, oh oh. Ah. Ja, ah, und gut. Jetzt runter da. So, hier. Das war der Checkpoint, ne? Richtig. Alles klar, dann geht's jetzt weiter. Nach unten zur Werkstatt. Zur Werkstatt. Also ich meine, ich könnte jetzt auch wieder den kompletten Weg so normal runterfahren. Das ist ja langweilig. Aber das wäre übelst. Man braucht ja auch ein bisschen die Herausforderung. So, die habe ich ja auch gerade gebraucht, ne? Da ist ja auch eine Rampe, du kannst ja mal die Rampe fahren. Ja. Probieren wir das doch aus. Ach du Scheiße. Oh shit. Ja, ich sag, Leute, ich sag euch, ne, wenn ihr einen Berg runterfallt, versucht wirklich nicht rückwärts zu fallen. Das könnt ihr einfach nicht mehr zurücklenken. Das ist unmöglich, wirklich. Das schaffen doch nicht mal hier wir erfahrene GTA-Spieler seit 9 Jahren. Seit wie lange schon GTA? Noch nicht so lange. Seit 2 Jahren. Wie gesagt, seit 9 Jahren spielen wir den Bumm schon und rückwärts fallen können wir immer noch nicht. Rückwärts fallen. Rückwärts fallen. Ja. Wir haben vieles gelernt, wir können auf einer Treppe rückwärts stehen oder was weiß ich. Ah! Fallen, das. Ich da bist du schon bei 800 jetzt, glaube ich. Ich habe immerhin noch alle Türen. Na, ah, komm, die Türen, das ist ja so Nebensache eigentlich. Das kostet ja nicht so viel. Da ist mir gerade was zerklärt. Komm mal wieder ins Bild hier. Ah, ich bin gar nicht mehr im Bild. Doch, war ich doch noch, oder? Ja. Aber. So am Rand. Na? Wisst ihr, Leute, GTA, das ist die richtige Alternative. Oh, ist das ein Politik-Channel hier, oder was? Das ist ein Politik-Joke. Oh! Ah. Ja. Ey. Ja, ja, ja. Ja, viele YouTuber trauen sich ja nicht so über politische Themen zu reden in ihren Videos. Ja, ne, aber ich finde so, die CDU, die sollte man auf jeden Fall zerstören. Wie der YouTuber mit den blauen Haaren, das, ja. Ey, komm schon, Wieso ist ein Ehrenmann. Ich fand das Video wirklich richtig, richtig gut. So, ich verstehe auch die Leute nicht, die das haten. Na, ich verstehe die schon, die das haten. Ich glaube, das sind nur Neider. Aber... Neider, keine Hater. Neider. Ja, Leute, ne, auf jeden Fall lasst euch nicht runterziehen von irgendwelchen Neidern. Sie sind nur neidisch. Was? Was laber ich? Der Motivationsspruch des Tages ist das. Ja, du hast es ja fast geschafft. So, mal schauen, ich zähl mal die Türen, sind auch alle da. Das Auto sieht schlechter. Weißt du, bei mir war der Vorteil so, die Werkstatt konnte die ganzen Teile komplett austauschen. Bei dir müssen die immer so fein halten. Ausbeulen, ne? Ausbeulen ist teurer als neue Tür einsetzen. Nee, ich glaube, du bist da schon bei 700, 800.000. Ja. Ich muss gleich driften. Richtig, so das trauen sich ja viele auch nicht zu driften, ne? Weil die dann denken, so wegen der Straßen- und Reifenabnutzung. Aber hier, er macht. Ja, oh, und wie schön er das gemacht hat, tatsächlich. Fast perfekt. Oh, und noch nicht mal gegen das Tor gefahren, ich bin stolz. Zack, zack. 350! Ah, knapp verloren. Ich weiß nicht, ich hatte 360 oder so, ne? Kann das sein? 51. Schöne Video hier. Ah, das war voll neu. Also, da draußen, ihr habt es vielleicht nicht gesehen, aber er hat voll durchgezogen, tatsächlich. Oh ja. Ach ja. So. Mir hat's gefallen, hat's dir auch gefallen. Ich fand's richtig cool. Also, ich wäre auf jeden Fall öfter gern auf diesem wunderbaren Kanal, ich würde fast sagen, der beste Kanal ganz Deutschland, ne? Wäre ich gerne auch öfters mal im Video dabei. Ja, wenn ihr Lust habt, ein weiteres Video von uns beiden zu sehen oder auch von mir alleine oder vielleicht auch mal von ihm alleine. Wer weiß, ne? Vielleicht wollen die Leute auch dann mal lassen, lernen. Dann lasst ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, ne? Genau, und schreibt in die Kommentare, was wir im nächsten Video gerne machen sollen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die Fragen in den Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Video. Peace out!